Brommigeflüster, heute wieder eine brandneue Ausgabe. Jetzt haben wir natürlich so die ganzen ESC-Teilnehmer, die beim Vorentscheid dabei waren, hinter uns. Also bei uns waren 5 Stück zu Gast. Und natürlich auch hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch an den Isaac, so hat er gesagt. Ist es richtig, wenn man so aussprechen? Er wird Deutschland dann jetzt in Malmö vertreten. Aber wie dem auch sei, zahlreiche Schauspieler haben wir auch in der Vergangenheit gehabt und jetzt endlich mal wieder Schlager vom Feinsten. Letztes Jahr hat sie noch mit unserem deutschen Interpreten hier aus Deutschland, den Norman Langen, ein Duett gehabt. Ihr wisst, von wem die Rede ist, natürlich Nathalie Holzner, und dazu sage ich herzlich willkommen in die schöne Steiermark. Grüße dich. Ja, vielen Dank, Frank. Dankeschön. Liebe Grüße auch an dich. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam plaudern. Ganz genau. Ja, also letztes Jahr, da ging es ja sozusagen bei dir ganz gut ab. Vor allen Dingen durch das Duo oder durch die Duettnummer mit dem Norman Langen. Ja. Das war ja wirklich was ganz Tolles, ne? Wie kam ja, das zustande? Ja, vor allem, es ist ja noch nicht vorbei. Also wir haben ja auch in dem Jahr schon 2 Fernsehauftritte gemeinsam gemacht beim großen Wenn die Muse spielt Winter Open Air und jetzt auch beim großen Schlageliebe Open Air auf RTL ab. Wie das zustande kam? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von Norman gewesen, schon ewig. Also schon seit DSDS-Zeiten bin ich ein großer Fan von Norman und von seiner Stimme. Und ich finde einfach das, was er mit dem deutschen Schlager gemacht hat, großartig. Und durch Zufall habe ich dann sein Team kennengelernt und mir dann gedacht, boah, das wäre so toll, mit Norman ein Duett zu machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einfach mal einen Song geschrieben. Und den dann Norman und seinem Team angeboten und die waren sofort begeistert. Und so ist das entstanden. Es war relativ unkompliziert, einfach der Song hat gepasst für uns beide. Wir konnten uns das beide vorstellen, miteinander den Song zu singen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir das gemacht haben. Aber natürlich, dieser Erfolg war auch für mich sehr überraschend. Bleibt es bei dir eine Nummer oder wird es in Zukunft da noch mehr geben? Mal schauen. Also wir haben ja auch gemeinsam Auftritte. Wir sind zum Beispiel am 1. März in Castrop-Rauxel mit dabei. Wir sind in der Schweiz im März beim großen Schlagerfest in Mellingen zu Gast. Und natürlich ist es denkbar, dass da vielleicht auch eine Fortsetzung kommt. Wir haben jetzt noch nichts geplant, aber wir haben beide gesagt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber abgeneigt sind wir nicht. Ja, also drückt man die Daumen, und wenn es die Fans draußen natürlich auch annehmen entsprechend, dann kann ja eigentlich... Die würden sofort ein zweites Duett wollen. Also ich habe ganz, ganz viele Nachrichten auf Instagram, auf Facebook und auch auf YouTube bekommen. Bitte macht doch noch ein Duett. Ihr passt so gut stimmlich zusammen. Wir harmonieren sehr gut auf der Bühne. Es macht total viel Spaß und ich glaube, das kommt schon richtig gut an da draußen. Und deswegen haben wir beide gesagt, ja, mal schauen. Wenn der Song wieder passt, dann sind wir beide wieder am Start. Sehr schön, wunderbar. Ja, und mittlerweile ist ja auch bei dir wieder was Neues im Entstehen, beziehungsweise schon natürlich veröffentlicht. Du warst ja auch nicht ganz untätig den Sommer, Herbst, Winter über. Ich glaube, da haben wir schon die Single da, die sieht so aus. Ja, liebst genau. Du dich wie ich? Also ich habe gerade vorhin gesagt, wenn man es schnell hintereinander wegliest, geht's. Aber ich glaube, es kann am Anfang mal kurz ein Zungenbrecher sein, oder? Ja, das kommt darauf an. Ich glaube, wenn man sich die Situation vorstellt, dass man sich oder dass man einer geliebten Person diese Frage stellt, liebt sie dich, wie ich dich liebe, dann geht es ein bisschen leichter. Aber wenn man es nur so runterliest, ist klar, dann ist es vielleicht mehr Zungenbrecher. Aber diese Aussage, diese Fragestellung, die hat sich so eingebrannt, dass ich gesagt habe, okay, daraus mache ich jetzt einen Song. Weil also ich schreibe ja diese Songs alle selbst. Also auch liebst du dich wie ich, auch besser ohne dich. Überall bin ich immer im Entstehungsprozess mit dabei. Und ich lasse mich einfach auch immer von Geschichten, du weißt es ja, Geschichten aus meinem Umfeld, aus meiner Familie oder von Geschichten leiten, die ich selbst erlebt habe. Und genauso war es bei Liebst du dich wie ich auch. Okay, ja, wie schaut es dann tatsächlich aus, dann bei dir?
Hast du gerade so eine gescheiterte Beziehung hinter dir oder? Na, so ist es nicht. Aber also in meinem näheren Umfeld war es wirklich so, dass eine ganz liebe Freundin von mir sowas durchmachen musste. Und es ist halt jetzt in Zeiten von Online-Dating und Tinder und so, ist es halt einfach irgendwie nicht mehr so üblich, dass man nur einen Partner hat, sondern dass man oft auch einfach schnell wechselt und da nicht mehr so an einer Beziehung festhält. Ich persönlich bin da anders und ich finde es total schön und Gut wichtig, so. dass man eine Beziehung führt und dass man auch sich gegenseitig treu ist. Aber in dem Fall von meiner Freundin war es halt so, dass sie leider erst ja, draufgekommen ist, dass sie betrogen wird und dann hat sie noch um ihren Freund gekämpft und hat wirklich auch gesagt, hey, schau, was da im Spiel steht. Und ja, er hat sich dann letztendlich trotzdem für eine andere entschieden. Und Schade. das ist schon sehr schmerzhaft und deswegen habe ich gedacht, ja, das spricht vielleicht mehreren aus der Seele, wenn man diese Geschichte mal erzählt, weil ich glaube, da sind einige davon betroffen. Also was ich so mitbekommen habe, jetzt auch von den Rückmeldungen, in der Situation waren doch schon sehr viele. Auf alle Fälle, das glaube ich, ja, sehr gern. Und ich denke mal, die Jüngeren, bei denen ist so, ja, Beziehungen vielleicht doch noch schneller, wo es auseinander geht. Genau, so ist es. Aber trotzdem unterschätzt man dann diese starke Verliebtphase. Also es ist einfach sofort vielleicht von einer Person mehr Gefühl im Spiel und dann hängt man mit Herz und Verstand mitten in der Beziehung drinnen und dann kann es schon mal sein, obwohl man schon vom Kopf her weiß, das ist ja Blödsinn, was du da gerade machst. Wenn das Herz mit drinnen ist, dann kann man oft nicht anders und um das geht es halt in dem Song auch ein wenig. Sehr gut. Ja, was entsteht dann so im Laufe des Jahres bei der Nathalie noch? Ist noch ein Album wieder geplant oder was steht darüber hinaus noch in Planung? In den Sternen, ja. Also In den Sternen. tatsächlich ist sehr viel geplant und ich will noch nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass es wieder ein Album gibt in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass ich ja seit diesem Song, also seit Lieb zu dich wie ich, auch mit einem neuen Label zusammenarbeite, mit Wir Music. Und da tut sich gerade einiges. So viel kann ich verraten. Wir haben auch schon einige Songs schon wieder fertig. Also wir waren da sehr, sehr kreativ und es kommt jetzt immer, ja, immer Neues. Ich kann auch schon verraten, dass ich auch wieder in TV-Sendungen zu Gast sein werde, worauf ich mich sehr freue, weil es sehr unterschiedliche TV-Sendungen wieder sein werden. Und es wird dieses Jahr definitiv sehr viel neue Musik von mir geben, sehr viele Projekte, mit denen man vielleicht gar nicht so rechnet, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Wunderbar. Weil du sagtest, du schreibst natürlich auch sehr viel selbst, wie wir es ja auch wissen, genau. Irgendwie mal so für den Eurovision Song Contest dich mal beworben, das war bei dir jetzt noch nicht der Fall, oder? Wäre das ein War noch Thema kein grundsätzlich? Thema, war kein Thema und bei uns in Österreich gab es jetzt die letzten Jahre auch nicht diesen Auswahlprozess, den ihr in Deutschland habt. Also bei uns wird das ja irgendwie schon hinter verschlossenen Türen entschieden und die letzten Jahre war eigentlich der Trend immer im englischsprachig und Pop und international und eher halt keinen deutschen Schlager. Und für mich ist einfach wichtig, ich glaube, da bin ich auch sehr deckungsgleich mit Marie Reim. Wenn ich da teilnehmen möchte, dann möchte ich Deutsch singen, weil ich einfach das total wichtig finde und ich fand es super mutig von ihr auch da diesen Schritt zu gehen. Und ich hätte es ihr so gewünscht, dass wirklich auch Deutschland mal mit einem Schlager wieder mit dabei ist. Aber solange sich da irgendwie solange sich die Nation dafür nicht öffnet, ist das für mich momentan kein Thema, nein. Hast du es ein bisschen mitverfolgt, die deutsche Vorentscheidung? Habe ich. Und ich fand es eine super Show. Also ich fand es total unterhaltsam, fand es auch gut, dass da eben auch andere Aspekte, also nicht nur, dass der eigene Song vorgestellt wurde, sondern dass auch Coversongs interpretiert wurden, fand ich Genau. super. Also rund um eine schöne Sendung. Ja, definitiv. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier unser Ich sag Beitrag natürlich. zumindest gut vorankommt. Ja, bei uns ist ja Kaleen mit am Start, also da bin ich auch schon gespannt. Habe ich auch schon kennengelernt, habe ich auch schon Okay. zusammengearbeitet mit. Bin ich neugierig. Also der ESC ist ja eigentlich sehr unberechenbar. Oft gewinnen ja Leute,
die man so gar nicht am Schirm hat. Deswegen, ja, mal schauen, was uns heuer so erwarten wird. Aber wird bestimmt aufregend. Mit Sicherheit. Also, letztendlich unter den ganzen europäischen Teilnehmern kann natürlich nur einer gewinnen, ganz klar. Klar. Aber man weiß nie, welche Musikrichtung dann wirklich bei der gerade ganz großen, ankommt, genau. Fangemeinschaft ankommt. Ne? Mhm. Aber das finde ich auch gut so. Ja. Also, sonst wäre es ja zu berechenbar, sonst würde man ja darauf zu sehr hinschneidern können. Und deswegen, ich finde es schön, dass es in Malmö stattfindet. Ich bin gespannt, welche Show-Elemente da wieder ausgepackt werden. Das finde ich als Künstlerin halt immer super, weil der ESC halt wirklich große Geschütze auffährt und man da wirklich super Show-Einlagen sehen kann. Ich finde es auch nach wie vor toll, dass da live gesungen wird. Das ist ja sonst oft in TVs. Sendungen ja nicht mehr der Fall, leider. Und ja, schön, wenn Musik da noch immer so einen hohen Stellenwert hat. Ganz genau. Und wie gesagt, Anfang Mai, da wissen wir mehr, da geht das Ganze in Malmö in Schweden über die Bühne. Ja, richtig. Ja, also ESC, wie gesagt, vielleicht haben wir ja auch mal aus österreichischer Sicht die Nathalie Holzner am Start, wer weiß, ne? Wer weiß, also ich bin ja sehr offen, was die Zukunft so bringt. Aktuell bin ich halt eher daran, also arbeite ich eher daran, dass ich regelmäßig Songs an den Start bringe und meine Fan-Community wächst und wächst. Das freut mich natürlich sehr. Auch in Deutschland werden wir immer mehr. Und besonders freue ich mich natürlich auch über die Konzerte, die dieses Jahr anstehen, weil Live-Spielen ist einfach das Größte für mich. Ich habe auch letztes Wochenende gerade 3 Auftritte gehabt. Das ist halt einfach das, was das ausmacht. Und da steht halt in dem Jahr sehr viel an. Genau, also wenn man natürlich schon mal auf deiner Homepage vorbeischaut, natalieholzner.at. AT, ja, genau. Genau. Ja. Da kann man natürlich schon einige Termine sehen und ja, wie du sagst, also sind... Ja, es sind ja noch nicht einmal alle drinnen. Ja. Also wir aktualisieren die Termine wirklich regelmäßig. Ich bin zum Beispiel auch den ganzen März unterwegs, aber besonders freue ich mich natürlich auf mein eigenes Heim Open Air, das zum 4. Mal stattfindet auf der Burg Voitsberg. Also für alle, die vielleicht einen kleinen Ausflug nach Österreich machen wollen im Sommer, am 3. August gibt es die Schlagernacht in Weiß auf der Burg Obervoitsberg. Das ist ein super schönes Ambiente, sehr exklusiv, weil nicht so viele Leute Platz haben. Also die Karten sind immer wahnsinnig schnell weg, aber das genieße ich halt total. Also wirklich zu Hause zu sein und da auch wirklich meinen Fans was zurückzugeben. Natürlich die Frage, ist Norman Langen auch dabei? Leider nicht. Der hat an dem Tag schon ein anderes Konzert. Wir haben schon darüber gesprochen und probiert, das zu koordinieren, aber leider schon verbucht. Aber sonst hätte ich ihn gerne mit dabei gehabt. Ja. Und wie gesagt, ich kenne ja die Gegend auch. Also genau, wir haben uns ja dort schon mal getroffen. So ist es. Es lohnt sich unbedingt vorbeizukommen. Man hat auch durchaus auch noch die Gelegenheit, die Lipizzaner zu besuchen. Genau. Die Gestüt, genau. Wo sie aufgezogen werden und das ist eine Sache, der Wein natürlich in der Steiermark. Ne? Du sagst es, also vor allem in den Sommermonaten gibt es halt bei uns diese Buschenschenke, wo man gut einkehren kann, wo es wirklich heimische Produkte vom Feinsten gibt, also herrlicher Wein. Also wir genießen das sehr, dass wir in so einer schönen Gegend zu Hause sind. Und du hast ja schon gesagt, die Lipizzaner gibt es. Wir haben aber auch eine tolle Therme. Bei uns gibt es eben auch das Kernburg-Museum, wo wir uns mal getroffen haben. Und vieles weitere hier bei uns im Voitsberg und Umgebung. Also da kann man, es lohnt sich vorbeizukommen. Und wenn man dann das verbindet mit einem Konzertbesuch bei mir, dann würde mich das natürlich besonders freuen. Genau, also da lohnt sich ein verlängertes Wochenende oder eine ganze Woche am besten nach in die Steiermark zu kommen. Genau. Schön. Richtig. Ja, also das sind doch schon mal schöne Aussichten. Sag nochmal genau das Datum. Am 3. August, Samstag ist das,
Und ja, es werden natürlich auch heimische Acts mit dabei sein, aber wir haben wirklich Großartiges geplant. Frau Signori wird aus der Schweiz zu Gast sein und darauf freue ich mich natürlich sehr. Oder auch Silvio Samoni aus Kärnten ist dabei und Tamara Capella, die kennt man vielleicht auch, die war bei der großen Schlagerchance zu Gast bei Florenz Silbereisen. Gemeinsam mit Michelle hat sie dort gesungen. Und also ein sehr buntes Programm und auch ein paar ganz spezielle Highlights, die ich nur bei diesem Konzert einbauen werde. Wunderbar, also das lohnt sich. Vormerken, 3. August, ganz genau. Ja, was haben wir sonst noch für Highlights, wenn wir so ein bisschen weiter nach vorne schauen noch? Was steht sonst noch im Raum? Also ich freue mich, dass ich wieder beim Andi zu Gast bin, beim Schlagerspaß. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist immer eine der schönsten Aufzeichnungen im Jahr, finde ich. Ich plane aber jetzt tatsächlich auch schon die Wintermonate, weil ich vielleicht ein paar Weihnachtskonzerte geben möchte in der ruhigen Jahreszeit. Und das muss man ja alles ein bisschen vorausplanen. Ich freue mich aber auch drauf, dass wir den einen oder anderen Song wieder bei Songwriting-Camps schreiben werden. Also es steht da wirklich einiges am Programm. Unter anderem zum Beispiel habe ich ja schon ein Kindermusical geschrieben und da gibt es vielleicht heuer auch eine Fortsetzung. Ja, also da sind doch... Langweilig wird es mir nicht. Nee. Also wie nimmst du dir die Ideen so, wie kommen die so bei dir, wie sprudeln die raus? Ganz unterschiedlich, also ganz viel ist einfach Inspiration aus dem Umfeld, aber auch wenn man rausgeht in die Natur, also ich liebe das bei uns, ist einfach, also ich wohne sehr ländlich und freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, weil wenn ich da vor die Tür gehe, da ist wirklich still, da ist gleich der Wald und ich genieße so, wie nennt man das, Waldbaden, also ich gehe total gerne in die Natur, in den Wald und lasse mich da inspirieren von den Geräuschen, vom Geruch, von der Stille. Und da kommen mir auch sehr gute Ideen. Also dann, wenn man nicht dran denkt, dann habe ich irgendwie immer die besten Ideen. Und es kann auch schon mal sein, dass das beim Putzen passiert. Also wenn ich gerade nicht dran denke, beim Staubsaugen fällt mir auf einmal eine Zeile ein. Und ja, das ist schön, wenn man so kreativ arbeiten kann. Aber beim Musical-Schreiben zum Beispiel, da habe ich einfach eine Grundidee gehabt, dass man den Kindern Instrumente näher bringt. Also das Ganze nennt sich Violinda in Sound City. Da werden halt die verschiedenen Instrumente vorgestellt. Die Violinda zum Beispiel ist eine Geige, eine Violine. Und die erlebt halt alle möglichen Abenteuer mit verschiedenen Instrumenten. Und das ist auch ganz nett, wenn man sich da ein bisschen vertiefen kann und da ein bisschen kreativ sein kann. Das glaube ich, ja, natürlich, klar. Und wie gesagt, die Natur ist ja bei euch natürlich, liegt ja vor der Haustür sozusagen. Also ihr habt ja sowohl, ein bisschen sage ich mal, nee, Großstadt ist es jetzt direkt nicht, aber Graz ist ja auch nicht weit. Na, also das ja, genau. Gleich. Ja. Und dann aber hier eben auch das Ländliche, alles vor der Haustür. Also alles vor der Haustür, Gegend. Du sagst es, genau. Und man ist auch überall sofort. Also ich komme schon wieder ins Schwärmen, ich weiß, ich kenne es ja. Ja, du kannst doch gerne wieder mal vorbeischauen bei uns, Frank. Ganz, das ganz, ganz gerne. Das wäre unbedingt eine Reise wert. Natürlich, ganz genau. Ja, weil wir sind halt auch sehr viel unterwegs. Das heißt, ich glaube, man braucht schon so einen Kraftplatz, wo man nach Hause kommen kann, wo man sagt, hey, und hier kann ich durchatmen und da kann ich zu 100% sagen, das hier ist mein Kraftplatz. Jetzt bist du natürlich auch so viel in Deutschland mittlerweile dann unterwegs. Mhm. Gibt es da auch schon ein paar nette Fleckchen, wo du sagst, da könnte ich mich auch wohlfühlen? Ja, ganz. Also der komplette Kontrast jetzt zu meinem Zuhause in Berlin. Also ich liebe Berlin, ich komme wahnsinnig gern nach Berlin und könnte mir auch vorstellen, dort längere Zeit zu bleiben, aber auch die Gegend rund um Düsseldorf finde ich super. Also es gibt so viele schöne Plätze. Als Germanistin liebe ich natürlich auch Leipzig und und Weimar Gegend. Da gibt es halt so viele geschichtliche Sachen, die mir einfach gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komme ich ins Schwärmen und das ist halt einfach ein Kontrast zu meinem aktuellen Lebensmittelpunkt, der hier eben sehr ländlich ist. Aber es gibt überall schöne Plätze. Also ich schätze das total, dass wir in Deutschland, in Österreich, in Europa prinzipiell einfach
wahnsinnig schöne Orte haben, wo man sich gut aufgehoben fühlt und wo man wirklich schöne Zeit verbringen kann. Ganz genau. Und das darf man leider auch Gott sei Dank nicht vergessen, ne? Dass man auch hier im eigenen Land wirklich schön seinen Urlaub vielleicht auch mal verbringen kann. Muss nicht Ja, immer warum auch nicht? Ja, genau. irgendwie die Karibik sein oder sonst was, Muss nicht immer die Karibik sein, so ist es. Aber ne? bei uns ist zum Beispiel auch das Reisen mit der Bahn total schön. Also auch wenn ich in die Schweiz zu Auftritten fahre, reise ich total gerne mit der Bahn, weil einfach die Gegend so schön ist. Also da kann man wirklich, ja, wirklich sich satt sehen an der Natur rundherum. Und das weiß ich schon sehr zu schätzen. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Also wir haben ja die Bundesbahn, die ja leider nicht ganz immer so pünktlich ist. Wie ist denn da bei euch die österreichische Bundesbahn? Die ÖBB ist bei uns eigentlich, also ich kann mich nicht beklagen. Also bis auf ein paar Verspätungen hat bis jetzt, ich muss klopfen, alles immer geklappt. Auch in Deutschland war ich Gott sei Dank jetzt noch nicht so wild betroffen, wenn ich mit der Bahn unterwegs war. Ich verstehe es natürlich, dass es immer wieder zu Komplikationen kommen kann. Aber wichtig ist doch, dass der Zuggast dann am Ziel ankommt und wenn es geht, bitte auch noch rechtzeitig. Und der ÖBB gelingt es eigentlich ganz gut. Ja, wunderbar. Und natürlich reist man mit der Bahn natürlich sehr umweltfreundlich und da muss man, glaube ich, heutzutage auch etwas mehr dran denken, Ja, nicht nur mit dem also ich Auto finde irgendwie durch die auch, Gegend zu fahren, genau, ne? ja. Und man reist mit der Bahn, finde ich eigentlich auch sehr, sehr bequem. Also wenn man jetzt nicht gerade die Stoßzeiten hat, wo wirklich der Zug komplett voll ist, ist so eine Fernreise mit dem Zug, finde ich total entspannt. Ich kann arbeiten, ich kann mich vorbereiten, ich kann mich stylen im Zug. Also von dem her passt alles. Du hast ein Bordrestaurant, du brauche ich mich nicht unbedingt um etwas kümmern, dann kann ich mich in den Zug setzen und entspannt ankommen. Und das ist, schätze ich sehr. Und der Umweltaspekt, den finde ich halt auch total wichtig, weil man kann nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn man selbst nicht bereit ist, etwas dafür zu tun. Und da bin ich gerne bereit, meinen Beitrag zu leisten. Ja, ich auf alle Fälle auch. Also ich habe auch wirklich schon sehr viele Sachen dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt, ganz klar. Super. Alternativ gibt es ja in Deutschland noch den grünen Zug, das heißt der Aha. Flixtrain. Der ist jetzt noch Bei nicht uns auf gibt es so nur den vielen Strecken Flixbus. unterwegs, aber funktioniert auch. Ja? Ja. Ja, funktioniert auch. Okay. Ja, wir haben den Flixbus, Ja, mein Denk gibt aber es sowieso auch, klar, ja, den logisch, gibt es aber. sowieso. Okay. Ja, weil das finde ich halt nicht so ganz komfortabel, wenn man da 12 Stunden mit dem Zug nach Köln, mit Nee, dem Bus nach Köln fährt. Aber Zug sehr, sehr gerne. ja, definitiv. Ja, so kann man natürlich auch die Lande erkunden, sozusagen, ne? Mit dem Zug natürlich, genau. Ja, dann machen wir doch vielleicht mal eine Party im Zug. Wie wäre denn das mal, so ein Partyzug? Ja, ich habe schon mal so eine Party im Bus gemacht mit Radio Steiermark. Die haben so ein Buskonzert angeboten. Es war sehr abenteuerlich, diese Fahrt, weil da ging es halt wirklich bergauf, bergab und kurvig hin und her. Es war herausfordernd für mich, da durch diesen Bus zu spazieren. Also lieber im Zug, da ist ein bisschen ruhiger, da kann ich dann auch mit meinen Schuhen mich durchkämpfen. Im Bus war es ein bisschen schwierig. Richtig, also du, vielleicht muss man das mal ein bisschen so. Eine neue Idee, Frank, da sollte man dranbleiben. Also, Super was Idee. heißt so neu ist sie jetzt auch nicht, aber mal wieder neu aufleben lassen, ganz genau. Also ich kannte es noch nicht, dass man so Party im Zug macht, Doch, aber ist das gab bestimmt. schon mal so Sachen. Westdeutsche Rundfunk zum Beispiel, Ja. WDR4 seinerzeit, die haben auch immer mal das so Reisen angeboten an die Nordsee, das weiß ich noch. Ja. Ja, Also. klingt toll. Kannte ich jetzt noch nicht, aber bin ich gerne bereit, kennenzulernen. Ja, und dann irgendwo ein schönes Ziel aussuchen und dort dann die große Party dann steigen lassen, ne? Super, machen wir das. Das machen wir. Wunderbar. Haben wir schon wieder eine neue Idee geboren, genau. Wieder eine neue Idee. Man braucht ja immer neuen Input. So ist es, genau. Oh, das ist eine große Tasse. Ja, ich liebe ja Tee. Ich trinke ja eigentlich den Die ist ganzen aber noch Tagen. von Weihnachten übrig, so ungefähr, Ja, oder? das ist die größte Tasse, die ich habe. Deswegen hat die bei mir das ganze Jahr über Saison. Okay. Wie viel passt da jetzt so ganz ungefähr rein? Ist das so? Also ein halber Liter Tee ist es Ja, circa.
Ja, aber ich liebe Tee, also ich trinke wirklich das ganze Jahr über. Also ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die trinken nur Tee, wenn sie krank sind. Ich trinke das ganze Jahr über Kräutertee, mindestens 1,5 Liter am Tag. Das tut Okay. der Stimme gut. Ja. Und ich merke auch selbst, dass mir das gut tut. Also ungezuckerter Kräutertee in jeder Variante sehr gerne. Wie schaut's denn bei euch jetzt eigentlich aus? Also, ich sag, bei uns, die Natur spielt eigentlich schon verrückt. Es ist recht warm geworden. Bei uns Ja. sprießen die Blumen aus dem Boden da. Frühlingsblumen, ja, Also, bei die uns ersten auch. Osterglocken habe ich jetzt schon gesehen. Ja, die ersten Frühblüher sind bei uns auch schon da. Ich hoffe, es wird jetzt nicht noch einmal komplett frostig, dass die alle wieder wegsterben. Die Ist noch nicht Gefahr, denke ich mal, absehbar, die ja. überkommen noch, ne? Ja, denke ich nämlich auch, weil es ist doch noch sehr lange Winter. Aber bei uns mit den Temperaturen, also wir sind da auch schon auf 14, 15 Grad jetzt gewesen die letzte Woche, sogar manchmal drüber. Also die Temperaturen, die sorgen bei uns auch wirklich für Chaos. Vor allem jetzt haben wir auch gerade die Semesterferien. Aber die Skigebiete haben halt kaum Schnee mehr, weil es eben so heiß ist. Das stimmt, ja, richtig. Also da wird schon noch einiges passieren, denke ich mal. Da muss man auch Ja, vielleicht umdenken, dass man jetzt nicht genau. unbedingt zum Skifahren muss, sondern geht mal eben wandern. Aber Ja, mittlerweile. ja. Aber vielleicht kommen auch mal wieder andere Zeiten. Wer weiß? Vielleicht schaffen wir es ja noch mal die Die Kurve zu bekommen, mal die schauen. Gradgrenze da einzubehalten, dann, ne, mit 1,5 Grad oder was sie da so angesetzt haben. Weiß es nicht. Ja. Wird man Naja. sehen. Okay, dann haben wir doch wieder einiges über die Nathalie erfahren und freuen uns natürlich auf viele neue Musiktitel von ihr und vor allen Dingen Dankeschön. aufs große, ist es ja Open Air Ja, dann, es oder? ist ein Open Air, Ja, genau. okay, am 3. August war das, genau. Genau. Da Da freuen wir freue ich mich uns. sehr. Ja, danke Frank für das Gespräch und alle, die informiert bleiben wollen, gerne auf Instagram und Facebook folgen oder eben auf www.nathalieholzner.at vorbeischauen. Wunderbar. Dann sage ich auch den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir machen natürlich wieder eine Fortsetzung, wenn es wieder was Neues gibt mit der Nathalie und vielleicht auch mal den Gerne. Norman noch dazu. Wer weiß. Und sag herzlichen Dank, Nathalie, dass du dabei warst. Dankeschön, Frank. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.